Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr bei einer Diskstation die Disk ersetzen könnt und gleichzeitig den Rebuild-Prozess beschleunigen könnt. Ich habe das hier auf meiner Rackstation bereits schon einmal gemacht. Ich rufe hier einmal das Log auf. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier am 18.12. dieses Jahres bereits eine Disk ersetzt. Und hier haben wir die damaligen Übertragungsgeschwindigkeiten, weil diese habe ich angepasst. Denn die sind, wenn man sie auf den Standard werten lässt, ziemlich langsam eingetragen. Wie die genau eingetragen sind, das schauen wir uns jetzt einmal kurz an. Dazu öffnet ihr hier den Speichermanager. Und geht hier auf Speicher und hier globale Einstellungen. Hier ist die empfohlene Einstellung Einfluss auf die gesamte Systemleistung verringern empfohlen. Gehe ich hier mal auf Speichern. Jetzt switche ich hier mal auf den SSH-Zugriff. Da bin ich mit SSH verbunden, mit der Diskstation, beziehungsweise in meinem Fall eine Rackstation. Gebe hier einmal diesen Befehl ein. Der liest eigentlich nichts anderes als den minimalen Übertragungswert beim Rebuild in Kilobyte pro Sekunde aus. Da haben wir 10.000. Das sind umgerechnet in Megabyte pro Sekunde, dass es einfacher geht, 10. Das ist der Minimalwert. Das ist sehr langsam. Der Maximalwert ermitteln wir so. Nee, so. Der liegt bei angenehmen 600 Megabyte pro Sekunde. Das erreicht, das wird in den wenigsten Fällen erreicht. So, dann switchen wir wieder zurück. Dann ändern wir mal die globale Einstellung auf schneller ausführen. Gehe ich wieder hin und gebe den Minimalwert ein. Da ist es jetzt angehoben auf 300 Megabyte pro Sekunde. Was eigentlich sehr schnell ist. Beim Maximalwert hat sich nichts geändert. Der bleibt bei den üblichen 600. Ich gehe jetzt hin und möchte das Ganze noch ein bisschen schneller haben. Ich gehe hier auf Anpassen. Den Minimalwert, den lasse ich so, weil das eigentlich okay ist. Ich gebe jetzt einfach bei Maximalwert 3000 ein. Es wird sie nicht schaffen, das ist klar, aber so habe ich die Möglichkeit, das Ganze schneller durchzuziehen. Ich gehe auf Speichern. Dann überprüfen wir das Ganze nochmals. Hier nochmals der Minimalwert. Der hat sich geändert. Beziehungsweise der ist gleich geblieben. Der hat sich nicht geändert. Aber der Maximalwert. Der hat sich verändert. So. Dann gehe ich wieder zur Diskstation rüber. In meinem Fall möchte ich vom Speicherpool 1 eine Disk ersetzen, beziehungsweise ich möchte diese Disk ersetzen. Dazu gehe ich wie folgt vor. Ich gehe auf Aktion, Laufwerk deaktivieren. Hier kommt eine Warnmeldung. Da wähle ich natürlich an, dass ich damit einverstanden bin. Klicke auf OK. Jetzt fragt er nach dem Passwort. Kurzer Moment. Ich gebe mal schnell mein Passwort ein.
So. Geh auf Senden. Jetzt schmeißt du das Laufwerk raus. Deine 8 TB Platte, der Alarm ertönt schon. Nun muss ich schnell die Disk wechseln. Hier noch ein kleiner Tipp. Die Disk Station oder Rack Station gibt dann immer einen Warnton aus. Der kann ziemlich nerven. Da gehen wir einfach auf Energie. Hier haben wir Grund für den Warnton. Klar, die Disk fehlt. Signalton aus. Jetzt ist Ruhe und ihr könnt in aller Seelenruhe die Festplatte ersetzen. Bis gleich. So, die Disk ist eingebaut und wir sehen sie hier auch. Bereits schon. Verfügbare Laufwerke verwalten. Speicherpool reparieren. Klar, wir wollen das Speicherpool wiederherstellen. Speicherpool 1. Dann das neue Laufwerk wählen, das ist diese. Klicken wir auf Weiter. Hier kommt jetzt eine Warnung, da ich eine nicht kompatible Festplatte habe. Ich habe eine Toshiba Enterprise Disk. Hier habe ich einen Testbericht. Ist eine Server-Festplatte, die von Synologic nicht supported ist. Heißt aber nicht, dass es nicht funktioniert. Ich hatte diese anderen. Ich mache jetzt hier mal schnell fertig. Klicke ich einfach auf Weiter. Dann fragt er hier, ob ich auch die Kapazität erhöhen möchte, weil ich ja von 8 TB auf 12 bzw. 14 TB wechsle. Ja, er soll mir dann auch das Volumen auf das maximal mögliche vergrößern. In meinem Fall ist das 38,2 TB. Das dauert ein bisschen länger, aber ist okay. Gehe ich auch auf Weiter. Und dann auf Übernehmen. Alle Daten werden gelöscht. Ja, das Laufwerk ist sowieso leer. Das Ganze startet jetzt. Zu dem Ganzen, wie ihr sehen könnt, ich muss jetzt nur schnell die richtige Platte raussuchen. Die hat schon 5000 Betriebsstunden drauf. Das Ganze wurde migriert von einer RS819 zu einer RS1221. Also die hat schon ein gutes halbes Jahr auf dem Buckel. Genauso wie diese Platte auch. Liefen alle fehlerfrei und darum habe ich mich jetzt entschieden, die WDs rauszuschmeißen. Die letzte Disk war diese. Die habe ich vor wenigen Tagen ersetzt. Kein Problem. Aber im Endeffekt, wenn ihr wollt, wenn ihr sicher gehen wollt, dann haltet euch an die Vorgaben des Herstellers. So, das Ganze läuft jetzt. Was ich immer vorab mache, ist, ich teste die Festplatten mit einmal Lesetest und einmal Schreibtest komplett durch. Wie ich das mache, kann ich euch mal in meinem anderen Video zeigen. Einfach als Sicherheit. Ich hatte es bis jetzt, wenn eine Disk fehlerhaft war oder Probleme macht, dann war es am Anfang. Also ich hatte bis jetzt noch keinen wirklichen Totalausfall einer Festplatte, der sich nicht angekündigt hat. So, nun schauen wir nochmal schnell mit einem Command, wie der Rebuild läuft. Den kopiere ich mir schnell raus. Die Terminal Commands kann ich auch noch in die Videobeschreibung packen. Gehen wir wieder auf den SSH Client, gebe hier den Befehl ein. Und das sehen wir jetzt, wie der Rebuild läuft, wie schnell er ist und wie lange er dauert. 527 Minuten. Das dauert lange. Ich gebe dann noch ein kurzes Update.
wenn alles durchgelaufen ist, wie lange es jetzt wirklich gedauert hat. Wir sehen es, heute ist der 23. Dezember um 22.43 Uhr. Dann sage ich mal vorweg Tschüss und ich blende euch nachher noch die Übertragungsgeschwindigkeiten als Screenshot noch ein.